Hallo und willkommen bei My Yu-Gi-Oh! TCG. Ja, ich habe es im letzten Video schon angekündigt. Auch heute ist mal wieder Mail Day. Ich weiß nicht genau, von wem dieser Brief ist. Der ist jetzt aus Taiwan gekommen. Ich erwarte zwei Briefe aus Taiwan, zwei Geschenke von Instagram-Freunden. Und ja, ich werde den jetzt einfach mal öffnen und dann schauen wir mal. Und vielleicht kriege ich ja über den Inhalt raus, von wem dieser Brief stammt. Dann schauen wir einfach mal rein. Und hier haben wir schon die erste. Und das ist ein Secret Rare Seelentausch aus dem Starter XR, das 2000 in Japan erschienen ist. Ziemlich cool. Da haben wir, oh, ein Schwertkämpfer von Landstar aus dem Structure Deck Joey. Auch eine sehr coole Karte. Und hier haben wir einen Schlangennachtdrachen aus dem Premium Pack 3 in Super Rare. Auch eine sehr coole Karte. Und hier ja ein herbeigerufener Totenkopf in Ultra Rare, nein, Super Rare ist der, aus B3. Jetzt weiß ich nicht genau, welches Set das ist. Der hat hier unten einen kleinen Knick. Ja, oh, auf der Rückseite sieht man den, aber auf der Vorderseite, ja, doch, sehr cool. Dann einen Suijin aus RB, das weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Ein Kasejin, sehr toll. Und, oh, ein Sanga. Sehr, sehr toll. Alle drei aus RB, Series 2-Karten. Richtig cool. Dann habe ich jetzt den Torwächter und die Teile. Und hier aus dem Structure Deck Yugi ein keltischer Wächter. Nein, ein ausgebildeter keltischer Wächter in Super Rare. Und hier ein Millennium Shield aus Premium Pack 5 in Ultra Rare. Beta der Magnetkrieger aus G3. Oh, das ist aus einem Gameboy-Spiel, also eine ziemlich seltene Promokarte sogar. Und die letzte Karte ist der Torwächter aus P3. Ja, ein paar von den Karten habe ich bereits. Da werde ich jetzt einfach mal schauen, welche die besseren Zustände haben. Und die werde ich dann in die Sammlung packen. Und die anderen sind dann ja wahrscheinlich zum Tausch. Ich gehe jetzt mal. Ja, ich weiß es echt nicht, von wem das ist jetzt. Denn einer von beiden sagte, er will mir Karten schicken. Der andere sagte, es wären 10 Ultra Rare Series 2. Das waren jetzt 11 Karten und es waren nicht alle Ultra Rare, deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ich werde einfach mal nachfragen und wenn ich es weiß, werde ich euch dann den Instagram-Account unten in der Beschreibung dann verlinken. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr dürft gerne kommentieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ja, zwei Mails noch kommen werden, mindestens eine. Ja, wir werden mal sehen, wann es dann soweit ist. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.